So, willkommen zum vierten Türchen im Bier-Adventskalender. Wir fangen gleich wieder an, drücken das, den Finger hier rein, ne? Sieht man nicht, der Karton ist einfach zu schwer. Und der erste Blick schon auf den Deckel, ich gucke mir gar nicht mehr an, nur den Deckel, sieht ja aus wie ein Oettinger, ne? Hat eben nämlich auch so einen normalen... Okay, das Etikett tut mich schon wieder ablenken. Hat auf jeden Fall auch so einen neutralen Deckel. Ist der erste neutrale Deckel bisher. Wir stellen jetzt erstmal hier den Botsch wieder runter. Der ist nämlich schwer. Gucken uns jetzt mal das an. Das Smandal Weißbier Alk 5,3. Seht euch das an, wie das aussieht. Ist, ich sage mal, ich mag es eigentlich schlicht, aber kommt mir ein bisschen sehr schlicht vor, gerade das Ganze. Aus Feichten auf jeden Fall. Auch wieder 0,33 Liter. Wie findet ihr das? Ne? Sieht das gut aus? Sieht das nicht gut aus? Deckel, nichts Besonderes auf jeden Fall. Etikett, viel Graues. Soll vielleicht ganz edel sein da, weil es ein bisschen so, ja, oldschool ist. In der Mitte ein Blickfang mit diesem Gesicht eben hier drauf. Smandal Weißbier. Klingt interessant. Müssen wir uns mal angucken. Hopfenkopfbräu 2017. Okay, okay, alles klar. Hinten steht aber auch nichts weiter drauf. Wow. Jetzt halte ich das hier so gegens Licht und hier zieht sich einfach in der Flasche so ein Schmand runter, so ein Schmodder. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wahrscheinlich, weil das die ganze Zeit gelegen hat. Sieht auf jeden Fall schon extrem aus. Ich filme euch erstmal das ab, kurz. So, will mal gucken, wenn man das, genau. Seht ihr das, wenn ich es hier so gegen das Licht halte, wie hier in der Flasche, ist hier einfach so ein Ding und das läuft hier einfach die Flasche runter bis unten, bis zum Boden, gibt sich hier so einen Absatz, die Ehre, wenn wir es ein bisschen hin und her wackeln, tut sich das alles aufwirbeln. Wir sehen nochmal, der Deckel sieht normal aus, das Etikett, okay. Smandal, Weißbier, finde ich jetzt aber trotzdem nicht so berauschend. Also da fand ich alle anderen bisher besser. Wenn das wenigste bisher 3 war, würde ich dafür sogar... Aber wir sind mal richtig hart. Wir geben heute mal nur einen Punkt aufs Etikett. Da bin ich wieder, mein Glas geholt. Habe ich nämlich vergessen, das spüle ich ja jeden Abend dann auf, wenn ich da ein Bier draus getrunken habe, damit man schön vergleichen kann. Und ihr seht, so geht es. Gestern das beste, das schönste, das krasseste Etikett gehabt bis jetzt. 4 von 5 Punkten gegeben. Diesmal nicht so krass, finde ich irgendwie zu schlicht. Sieht auch nicht wirklich schön aus, weiß ich nicht. Da hat das Gesicht von der Frau mir besser gefallen als das. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Smandal Weißbier vom Etikett leider nur 1 von 5 Punkten, da sind wir heute mal wirklich kritisch. Aber wir kommen zu Farbe und Schaum, dazu müssen wir es natürlich erstmal wieder aufmachen mit dem Big Feuerzeug. Bisher hat jedes auch hinten ein Rücketikett gehabt, das nicht. Das hat wirklich nur vorne ein Etikett drauf, außer hinten fehlt was. Jetzt bin ich mal gespannt, was da alles rauskommt. Da war auf jeden Fall am meisten Druck drauf bisher. Die anderen gingen alle gemütlich auf. Das knallt hier wirklich um die Ohren. Wir schenken das mal ein. Das Smandal Weißbier. Sind gespannt, wie das aussieht. Wie das schmeckt. Was sich dahinter verbirgt. Bis jetzt hat es eigentlich eine sehr gelbliche Note. Es riecht schon wieder nach Banane. Also wie so ein richtiges Bananenweizen. Das hat ja von Haus aus immer irgendwie so einen Bananenduft. Komischerweise. Heute habe ich es nicht geschissen gekriegt. Heute habe ich eine schöne Bierkrone drauf. Aber ich habe es nicht geschafft, das ganze Bier mit einmal einzufüllen. Ist wahrscheinlich auch nicht das, worauf es ankommt. Wir bewerten erstmal den Schaum und die Farbe. Es hat also eine schöne Schaumkrone oben. Ist wieder ein bisschen drüber als die anderen. Gestern, das war schön golden. Das ist vergleichbar ungefähr mit dem ersten ein bisschen. Würde ich also auch, was habe ich da gegeben, glaube ich 3. Würde ich auch wieder 3 von 5 geben. Jetzt testen wir auch den Geruch natürlich. Der Geruch auch wieder ein bisschen süßlich wie beim ersten. Manche haben da auch gesagt, das erste hat so ein bisschen nach Mango auch geschmeckt, nachdem es so süßlich gerochen hat. Das typische Weißbier auf jeden Fall. Mit einer komischen Bananennote, die es immer so mitbringt. Wir probieren jetzt aber und gucken mal, was es sonst noch so kann.
ist vergleichbar eigentlich mit so einem Schifferhofer Hefeweizen, würde ich sagen. Nur dass das Schifferhofer Hefeweizen, finde ich das Design und die Flasche an sich besser. Schenken jetzt den Rest mal hier noch ein. Kann man also trinken, ist ganz okay, sah aber ein bisschen komisch aus am Anfang und das Design halt nicht so toll. Aber ja, bei Weißbier habt ihr eigentlich auch immer eine große Auswahl. Smandal Weißbier im vierten Türchen auf jeden Fall. Kann man mitnehmen. Habe ich jetzt schon die Punkte hier verteilt. Was hatte ich denn? Etikett hat mal Farbe und Schaum hat mal Geruch. Geruch würde ich auch eine... Was nehmen wir denn an Geruch? Ich muss am besten noch mal riechen. Geruch nehmen wir auch eine 3 von 5 und Geschmack. Ich finde, man kann es gut trinken. Ich glaube, ich kann es besser trinken als das von gestern. Ich kann es so ähnlich trinken wie das zweite, was da auch ein bisschen heller war. Ich blick gar nicht mehr durch. Ich hätte es mir mal aufschreiben sollen. Ich rede es immer, aber ich trage es nicht ins Heftchen ein. Aber also ich finde, man kann es gut trinken. Würde ich trotzdem zwischen 3 und 4 Punkten eigentlich geben. Also sagen wir mal, kann man halbe Punkte geben. Bleiben wir auch bei 3, wollen es nicht übertreiben, wir müssen heute mal kritisch sein, ne? Das darf nicht besser abschneiden wie gestern das, und gestern das hat ja geschmacklich auch gar nicht so gut abgeschnitten. Wir geben also auch 3 Punkte für den Geschmack. Ist halt im Prinzip wirklich ein klassisches Weißbier, ein klassisches Weizen, wenn ihr das so nehmt. Ich bestelle ja meistens, wenn ich im Restaurant bin in letzter Zeit, immer einen Bananenweizen, weil ich das richtig gut finde. Cola-Weizen finde ich gar nicht so gut, Bananenweizen finde ich richtig genial. Auch im schönen Glas angerichtet und ihr trinkt dann, das Glas ist immer noch voll, was ihr normal bei einem Pilz oder so gar nicht habt. Aber, ja, da könnte man selbst noch ein bisschen Bananensaft reinmischen oder was. Das wäre aber vielleicht eine Verschwendung auch, um das so zu genießen. Wenn ihr auf jeden Fall auf Weißbier steht oder auf Weizen, gönnt euch das, könnt ihr auf jeden Fall trinken. Und ja, das war es, glaube ich, von meiner Seite aus. Nicht ganz mein Favorit, trotzdem vollkommen okay. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Hey, Hanseschaum. Oh.